Ich bin in Berlin groß geworden, im Tiergarten, im Herzen von Berlin, sagte man damals. Also vielleicht waren Sie mal im Tiergarten. Es mag alles Mögliche sein, bloß nicht das Herz von Berlin. Ja, das schlägt woanders. Schauen Sie mal, das ist zum Beispiel ziemlich interessant. Denken Sie wirklich, dass sie dieser Mutter glücklich ist? Also sehr ambivalent. Eine gute Fotografie ist zum Teil Technik, gewiss, aber teilweise kann man mit alter Technik und einfach nur mit einem guten Gespür für die Menschen und den richtigen Moment bessere Fotografien machen. Sie können sogar quasi hier, na, nehmen wir mal diese alte Praktika. Weißt du? Das ist ein guter Preis erstmal. Und ja, ich habe früher auch mit einer Praktika fotografiert und teilweise bessere Bilder geschossen als mit diesem ganzen modernen, neumodischen Kram. Wissen Sie, die ganze Digitaltechnik bringt die Fotografie nicht unbedingt dorthin, wo sie hingehört. Also jedenfalls nicht für mich. Nicht in die Essenz oder in die wesentlichen Kerne dessen, was ich suche in Fotografen. Menschen. Gesichter, Ausdrücke und Gefühle. Ich will was sehen von ihnen. Alle Fotografie interessiert mich vor allem. Schauen Sie mal, laufende Bilder sind ja sehr, sehr flüchtig. Ja? Also die Momente sind sehr schnell dahin, sind weg. Und mich interessiert dieser Moment, diesen Moment festzuhalten. Das interessiert mich, wissen Sie? Und nicht, dass ich bin total fasziniert vom Kino und von bewegten Bildern, aber für mich ist am interessantesten, wie kann man einen Moment unvergänglich machen, diesen Moment festhalten. Das ist mein ureigenstes Interesse und eine Leidenschaft, die da zum Tragen kommt. Also es ist wirklich mein ganz eigenes egoistisches Hobby. Mein Trieb, wie ein Trieb, wie eine Sucht, eine Obsession. Ich merke, wie ich auf der Suche nach der perfekten Fotografie bin, nach dem perfekten Augenblick. Und bisher ist mein Durst oder mein ist noch lange nicht gestillt. Ich glaube, wenn ich diesen perfekten Moment, diesen perfekten Augenblick jemals in meinem Leben finde, dann glaube ich, könnte ich vielleicht die Fotografiererei, diese Sammlerleidenschaft, diesen Jägerinstinkt nach diesen Bildern aufgeben. Wissen Sie, ich habe fast eine kindliche Freude an diesen alten Fotoautomaten. Also hier drin zu sitzen und so und selber. Manchmal stecke ich da auch Geld drin. Haben Sie das gesehen? Hier kosten die Fotografien an diesen Passautomaten 2 Euro. Ja, das verlockt natürlich. Na, vielleicht mache ich welche. Und 4 Stück. Ja, also 4 einzelne Schüsse. Und wäre sowas eine Zukunft für Sie, so einen Automaten zu besitzen? Doch, das wäre schon schön. Also im Speziellen den hier. Den würde ich gerne besitzen, ja. Das ist ein toller Automat. Im Augenblick sind relativ viel, so hat sich jetzt angehäuft über die Zeit. Was einfach daran liegt, es gibt ein paar Projekte, die mich interessiert haben und in letzter Zeit hat es sich eben ergeben,